Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Herzlich willkommen, mein Name ist Kevin Steinweg. Ich grüße Sie recht herzlich zur heutigen Zinsentscheidung zu meinem Webinar. Kurz eine Frage vorab, können Sie mich alle gut verstehen? Okay, super. Vielen Dank fürs Feedback. So, wer kennt mich noch nicht? Ich sehe hier trotz alledem noch einige neue Gesichter von uns, von unseren Kunden. So, das ist hier das Konto, womit wir schon gestern getradet haben. Das sind aktuell die Optionen, die noch laufen. Thema Brexit, ganz aktuell, aber heute nicht komplett das Thema. Da wird es auf unserer Facebook-Seite noch einige Updates dazu geben. Auf jeden Fall dort mal reinschauen, dass man eben hier auf das Thema Brexit vernünftig drauf vorbereitet ist. So. Was steht heute an? Wir haben heute eine ganz wichtige Zinsentscheidung von Amerika. Wir erörtern das auch gleich nochmal genauestens. Dazu nehmen wir uns hier als allererstes mal den Investing-Wirtschaftskalender zur Hand. Heute Abend um 20 Uhr wird dann der Zinssatz hier bekannt gegeben. Warum ist das Webinar heute um 18 Uhr? Ganz einfach, aus der Erfahrung heraus ist es so, dieses Webinar aus der Zinsentscheidung habe ich die besten Erfahrungen, 2 Stunden vorher zu traden. Deshalb auch hier heute exklusiv für alle offen, nicht nur für meine Diamond-Kunden, heute für alle um 18 Uhr. So. Investing sagt uns nicht viel. Investing sagt, die Prognose sollte gleich bleiben, dass die Amerikaner heute nicht die Zinsen erhöhen. Senken sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass da relativ wenig passieren sollte. Und somit sehe ich die 0,5 auch als sehr wahrscheinlich, Tendenz sogar eher eine Zinserhöhung. Fakt ist, momentan weiß es keiner. Aber wir können unsere Strategie danach ausrichten, um eben bestens gewappnet zu sein. So, was viel wichtiger ist als die reine Zinsentscheidung, ob die jetzt tatsächlich erhöht werden oder nicht, ist im Endeffekt hier diese Rede von Frau Yellen. Dann sehen die hier einmal um 20.30 Uhr, einmal um 20 Uhr, wo sie dann eben die Zinsentscheidung auch erklärt. Ihr Sitzungsprotokoll von der FOMC. Aus Erfahrung heraus wird es so ablaufen, dass auch hier, wenn die Zinsen nicht erhöht werden, eine deutliche angespannte Lage oder Ängste auf den Aktienmärkten geschürt werden. Auch da werden wir uns heute explizit nochmal genauestens drüber unterhalten. Und ich würde sagen, wollen wir auch schon die erste Option langsam starten, weil ich bekomme schon das erste Signal von meinem Analystenteam, dass ich heute mich nicht so lange mit Ihnen verquatschen soll. So, funktioniert bei jedem die Plattform? Loggen Sie sich ein, es geht schon gleich los. So, sind Sie alle bereit? Geben Sie mir kurz ein kleines Feedback. Sind Sie alle bereit? Super, dann starten wir auch schon gleich. Wir wählen heute den Euro-US-Dollar aus mit der Ablaufzeit. Dadurch, dass wir die Zinsentscheidung heute erst um 8 Uhr haben, sind wir gezwungen, auch die Ablaufzeit um 22 Uhr auszuwählen. Das ist gut. Wir handeln den Euro-Dollar auf Tagesende. Wir sehen hier schon eine ganz klare bullische Entwicklung. Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzt und obwohl keine Zinsentscheidung kommt, der Euro trotzdem noch ein wenig zulegt. Okay? So, ich handle diese Option. Sie sehen oben rechts mein Kontostand mit 325.000 und ich handle diese Option hier mit 50.000 Euro. Sollten wir nämlich diese Option nicht im Geld beenden, sollten wir immer noch genügend Kapital haben, um morgen
das Ganze zu hedgen. So, also 50.000 Euro, Euro-Dollar hoch, Ablaufzeit 22 Uhr und wir gehen jetzt auf Kaufen und Go. So, wir haben den Euro-Dollar jetzt gekauft, die Option ist eingeloggt. Die Option braucht natürlich jetzt Zeit, sich dementsprechend zu entwickeln. Das sollte heute der erste wichtige Trade sein zur Zinsentscheidung von Amerika. So, jetzt ist es natürlich so, Amerika ist ein Global Player. Es ist im Endeffekt so, wenn Yellen spricht, entwickelt sich natürlich nicht nur der Dollar, sondern auch die amerikanischen Indizes werden hier explizit auf den Nasdaq gehen. Warum? Das möchte ich Ihnen ganz gerne auch nochmal anhand des Chartbildes zeigen. Wir sehen auch jetzt schon hier, knapp 70% unserer Investoren und Händler sind schon bereits auf Short im Nasdaq platziert. Auch hier schauen wir uns das Ganze nochmal an. Sogar jetzt hier gerade idealer Einstiegspunkt. Auch nochmal hier ganz herzlichen Dank an mein Analystenteam. Wir sehen hier im Endeffekt den Trend schon nach unten. Wir haben den bestätigten. Hier, das scheint sich nach einer kleinen Korrektur zu sein. Und wir gehen hier Nasdaq auf bärisch fallend bis 22 Uhr. Warum? Weil Frau Yellen wird erfahrungsgemäß wieder viel über Risiken am Markt sprechen und das sollte sich negativ auf den Aktienmarkt ausschlagen. Deshalb hier Nasdaq 100 Future bärisch bis Tagesende. Nasdaq, hier die Ablaufzeit auswählen, 22 Uhr. Wir handeln ihn auf tief und hier gehe ich auch rein mit 50.000 Euro. Und go. So, bin ich zu schnell? Kurzes Feedback wäre ganz nett. Kommen Sie alle mit? Okay, passt, tipptopp, wunderbar, prima. So, weiter geht's. Währungspaare haben wir abgehandelt, Indizes auch, Aktienmarkt und was wird erfahrungsgemäß auch noch immer viel in Bewegung bleiben? Natürlich die Rohstoffe. Wir wählen hier den Filter auf Commodities aus, das sind ja hier bei uns die Rohstoffe. Und wir wählen als allererstes das Gold aus. Wir sind auch hier Gold. 70% der Anleger sind heute schon auf einen klar bullischen Goldkurs investiert. Kaufen hier das Gold bis 20.30 Uhr, bis nach der Zinsentscheidung. Wir wollen die große Bewegung dann mitnehmen. Wir gehen hier auf Long im Gold. Das ist hier oben der potenzielle Widerstand, den wollen wir heute noch durchbrechen. Die Chancen stehen gut. Auch hier im Gold, das handle ich hier mit 20.000 Euro. Gold bis 20.30 Uhr hoch mit 20.000 Euro. Und wir klicken hier auf Kaufen und Go. So. Jetzt bleibt natürlich nicht nur das Gold im Endeffekt in Bewegung, sondern simultan sollte sich auch der Silberpreis dementsprechend entwickeln. Auch hier sehen wir ähnliche Ausrichtung unserer aktuellen Händler. Hier Silber bis 20.30 Uhr. Wir sehen hier schon, langsam kommt der Trend in Gange. Deswegen handeln wir jetzt 2 Stunden vorher, um eben genügend Pips zu sammeln, sollte die Zinsentscheidung anders auslaufen, wie wir das erwarten. Deswegen ist hier das Webinar auch heute 2 Stunden vor der Zinsentscheidung. So, Silber bis 20.30 Uhr, auch hier hoch. Wir handeln diesen Trade ebenfalls mit 20.000 Euro. Klicken jetzt auf Kaufen und das Go. So,
mehr kann ich heute mit Ihnen schon gar nicht mehr besprechen, weil Fakt ist, die Trades brauchen jetzt alle Zeit, sich dementsprechend zu entwickeln. Ich würde mich freuen über ein Feedback von Ihnen. Meine E-Mail dürfte jedem bekannt sein, wer sie noch nicht hat, kevin.s@24option.com. Ansonsten kontaktieren Sie dort über Ihren Account Manager, können Sie sicherlich auch meine E-Mail-Adresse erfragen. Okay? So, aber nicht böse sein, wenn ich nicht bei jedem zurückschreiben kann. Okay, mich hat es wieder gefreut. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt heißt es Daumen drücken bis zur Zinsentscheidung und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank. Ciao.